Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von und mit mir, Herr Jesus. Ja, diesmal geht es um das wunderbare Spiel Alice Madness Returns. Geht um Alice im Wunderland. Und das, denke ich mal, kennt eigentlich jeder. Jo, ich sag mal normal. Ja, geht gerade so noch. Nö, brauchen wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, geht's mal los. Und zwar jetzt. Fast. Komm schon, Alice. Es ist nur ein Traum. Es ist kein Traum, sondern eine Erinnerung. Und sie macht mich ganz krank. Vergiss es. Und jetzt Konzentration. Warte. Du schwebst wieder. Schwerelos. Eine Chiffre. Entspann dich. Ich bin in der Hölle. Vergiss das. Gib diese Erinnerung auf. Sie ist unproduktiv. Lass es. Geh ins Wunderland. Ich kann nicht. Ich bin gefangen. Im Frühjahr. Sergeant, das Mädchen hat schwere Verbrennungen. Rufen Sie einen Arzt. Wird sie wieder gesund? Nein, Alice. Lösche diese Wahnvorstellung. Vergiss sie. Geh ins Wunderland. Lieber nicht, Doktor. Mein Wunderland liegt in Trümmern. Für mich ist es tot. Deine Präferenzen sind unerheblich, Fräulein. Also, Alice, wo bist du? Ich segle mit einem Freund. Es ist irgendwie anders. Alles hat sich verändert. Veränderung ist gut. Das erste Glied in der Kette des Vergessens. Was ist hier los? Verrückt geworden? Ich bin nicht verrückt. Kaninchen? Das ist nicht richtig. Was macht es da? Stimmt was nicht? Was nicht stimmt? Nein! Tu das nicht! Wehr dich nicht! Schwarz! Verderben! Es bringt mich um! Das Wunderland ist zerstört! Mein Verstand eine Ruine! Vergiss es! Verdränge diesen Kraft der Wache! Ganz toll! So, Alice. Es geht uns besser, oder? Mein Kopf explodiert und in meiner Brust schlägt eine Dampframme. Nun ja, das Vergessen fordert seinen Tribut. Von meinen Erinnerungen wird mir übel. Was kann ich... Erinnere dich an andere Dinge. Aber ich will vergessen. Wer will denn allein sein, gefangen in den Trümmern seiner Erinnerungen? Ich werde dich befreien, Alice. Oft genug ist das Gedächtnis mehr Fluch als Segen. Das sagten sie bereits. Ziemlich oft. Und... Und ich sage es erneut. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Also, vor unserer nächsten Sitzung besorgst du diese Pillen in der High Street Apotheke. Natürlich, Doktor. Also das kommt mir schon alles nicht ganz geheuer vor mit diesem Doktor. Jetzt muss ich wohl vergessen, Alice. Also, Charlie, dein Papst wurde für den Mord an deiner Mama gehängt, die dich schlug. Lass es uns vergessen, Charlie. Die Vergangenheit ist tot, Charlie. Die Elendshütte, die Familie, die keine war, nie eine war. Du bist jetzt daheim, Charlie. Okay. Entspanne dich. Du schwebst. Hör zu. Sie sind weg. Okay, das ist kein seriöser Arzt, würde ich meinen. Okay, so sieht also der Raum von den Jungen aus. Olli hat meinen Schlüpfer geklaut. Frag, liebes Typ. Er hat meinen Schlüpfer geklaut. Super. Bah, der Lokus stinkt widerlich. Schlimmer als dein Zimmer? Super. Haben die alle solche lustigen Sprüche auf Lager? Meine Geschichte für die Kinder tragen.
seltsame Früchte, ihre Zeichnung entlarven, was in meinen Gedanken oder in meinem Geist vorgeht. Okay. Das Bett ist ein Saustall. Montag ist Waschtag. Sagt er noch was anderes? Na, Was ist denn? Wo ist die Tür? Die Kinder, die sehen lustig aus. Aha, das ist das Zimmer von den Mädchen. Ha. Das T-Ego-Kamera, okay. Doktor, nicht verkehrt, immer noch krank im Kopf? Mein Fall ist hoffnungslos. Im Endstadium. Schön. Herr Gold, ist wieder Doktorzeit? Ich habe mir meine bitteren Tränen verdient. Auch welche? Ach, ich muss sagen, das haben sie schön gemacht. Das Spiel, das sieht geil aus. Das fetzt. Home, safe, home. Ganz bestimmt. Patronen? Verstoßene Spielzeuge und abgetragene Schuhe haben eine Vergangenheit, wie die, die sie benutzt haben. Hm. Die Illustrated News. Die Welt ist im Wahn. Erzähl mir was Neues. 10 Jahre in der Klapsmühle. Keine Mama und Verwandten. Sie ist eine Waise. Es ist schön, dass die Kinder alle Nummern haben. Was haben wir hier? Mr. Payne hatte keine Ahnung, wie bescheiden ein Heim sein kann. Ohne meine Bilder und Fotografien könnte das auch mein Zimmer im Irrenhaus sein. Dieses Foto meiner Familie kam per Post. Keine Nachricht, kein Absender. Mysteriös, mysteriös. Ist hier noch irgendwas anzugucken? Doktors Liebling, so gut fürs Irrenhaus. Verrückt wie ein Hutmacher, nur nicht so charmant. Hat ihre Familie schon eine Karte? Wer wollte die schon? Ups. Da. Sind sogar zwei. Das Selbstbewusstsein des Doktors ist gut eingefangen. Penibel gekleidet, ruhige Haltung, knapp an klassischer Schönheit vorbeigeschrammt. Hat er dem Künstler wohl angewiesen, wie seine Nase zu sein hat. Ich muss sagen, die sehen sehr witzig aus, die Kinder. Später, in einem anderen Traum, vielleicht. Oh, kann ich nicht lang. Kann ich auch nicht lang. Dieses Gebuddel ruiniert mir den Rücken. Oh mein Gott, wie sieht denn der aus? Die Beine. Ist das geil. Hier kannst du nicht durch, Mäuschen. Geh außen rum. Der Lärm ist so dicht, man könnte ein Haus draufbauen. Naja, vielleicht ist ja irgendwann im Laufe des Spiels hier der Untergrund fertig. Vorne, seitlich, vor allem seitlich. Vorsitz. Aha. Wie wär's mit Pecorini, Fräulein? Oder lieber Pagadini? Ah, das Spiel ist lustig. Arbeitet die auch mal? Wo ist Ihre Plakette? Ist eine Plakette? Ist nicht wohl zu fein für uns? So verschlossen. Will nicht angefasst werden. Wer will das schon? Nie geschlagen worden? Der Sandmann kommt in Zug samt Wagen. Die Fenster aus Mondlicht, mit Sternennarben. Still, meine Kleinen, keine Angst in der Nacht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Spooky. Ui, weiße kleine Katze. Komm wieder her. Dann war sie weg. Was machst du, ne? Schief ab, Missy. Oh, aber flott. Oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Scheiße.
Verdammt! Da ist ja die Katze. Ich kann mir Käse nicht mehr leisten. Riechen mir ein bisschen zu lebhaft. Oh mein Gott, wie die Leute aussehen. Hallo Kätzchen. Mietz, Mietz, Mietz. Hab keine Angst. Oh, die ist knuffig. Was steht da? Was gibt's denn hier Feines? Ach, schön. Das wird ihm eine Lehre sein. Gib's ihm. Das ist doch mal was. Verschwinde, Alice. Ich kann dich schon fürs Übergeschnapptsein einbuchten. Das ist ja nett. Komm wieder her, Mietzchen. Komm. Was gibt's hier? Wo ist diese Katze jetzt hin? Oh. Jedes Wesen muss letztlich sterben. Trotzdem schmerzt es mir, Überreste dieser Kreatur zu sehen. Sieht aber ein wenig komisch aus. Andererseits, was sieht hier mal nicht komisch aus? Oh mein Gott. Sollen das Prostituierte sein? Oh, ich geht. Lust auf einen richtigen Job? Kein Windeln wechseln. Besser als wie sich aufopfern für Waisenkinder. Könntest du ihn glücklich machen, die Welt retten. Für jeweils 10 Minuten. Ganz bestimmt. Entschuldigung, Sir. Sie wirken wie ein anspruchsvoller Herr. Okay, dann verpiss dich doch. Kannst du es dir eh nicht leisten. Bleib doch mal stehen, Nils. Pelzigen Wesen in dunkle Höhlen zu folgen, wird langsam zur Gewohnheit. Ich hoffe nicht zum Laster. Muss hier nichts hin. Oh. Komme ich jetzt ins Wunderland? Kommt jetzt auch das weiße Kaninchen? Oh mein Gott! Bimbam, Alice Little. Treibst dich wieder rum, wie? Schwester Whitless, welch ein Glück. Schon zum zweiten Mal. Ganz allein draußen? Siehst fertig aus, Liebes. Geht's dir nicht gut? Nicht wirklich. Komm doch mit und sieh dir meine Täubchen an. Hübsche Vögelchen, so wie du. Nein, lieber nicht. Unser letzter Besuch hat mich etliche Pfund gekostet und nichts gebracht. Ich könnte mich erinnern, wo dein heutiges Karnickel hin ist. Oh. Immer noch verrückt. Was Wunder. Die ganze Sippe geröstet wie Maronen vor den eigenen Augen. 10 Jahre in Rutledge und das alles für die Katz. Dr. Bambi schafft's auch nicht. Friemelt an den immer gleichen Fragen rum. Das Feuer, ihre Erinnerung. Ach, ich kann's nicht mehr hören. Ich verdiene Anerkennung, oder etwa nicht? Wer hat ihr neue Kleider besorgt, ihr einen Platz bei Bambi verschafft? Wo wäre sie denn ohne mich? In der Gosse, ihren Hintern verkaufen. Aber sie mag meine Täubchen. Spuckte tatsächlich mal ein Pfund aus oder so. Aber was ich weiß, ist viel mehr wert. Hab sie schließlich nicht verraten. Hab sie sagen hören, alle meinetwegen gestorben. Ich konnte euch nicht retten. Hab ihr gesagt, mein Schweigen ist zu kaufen. Echt günstig. Bin guter Mensch, ehrlich. Nicht wie ihre Nanny, diese hochnäsige Hure. Oder dieser Anwalt Radcliffe, der ihr das blöde Karnickel wegnahm. Brauch Kohle. Hab sie gewarnt, dass ich den Bullen sag, wenn sie meinem Spendenaufruf nicht folgen tut. Sie kreischt und spielt total verrückt. Vergisst den eigenen Namen manchmal, hab ich gehört. Okay. Wir sind alle voll Psycho drauf. Alice hat schon mal keine richtige Ahnung mehr, wo wie was los ist. Oh. Die Familie ist bei einem Feuer gestorben. Toll. Überhaupt keine Umweltverschmutzung.
Schwester Whitless, wollen Sie mir Böses? Mich wieder ins Irrenhaus bringen? Was soll ich sagen? Meine Güte, habe ich einen Durst. Brauch was zu trinken. Muss mir doch die Kehle befeuchten. Hübsche Vögelchen, so wie du. Geh ins Wunderland. Hat ihre Familie sich nicht. Schmutz! Verderben! Was? Wo Schrumpfveilchen wachsen, gibt es noch mehr zu sehen. Töte gleitenden Verfall. Schöne Schleife. Ah, das Wunderland. Tolle Schürze. Ah, sieht das cool aus. Sehr aufreibende Reise. Aber ich bin Pris los, oder? Das, was aus ihr wurde. Wenigstens ist mir dieser Ort hier irgendwie vertraut. Oh, was ist denn das für ein kleiner Vogel? Würde aber auch Zeit, Alice. Vermaledeite Katze, zieh mich nicht auf. Ich bin am Rande des... Perfekt. Denn wenn du nicht am Rande bist, nimmst du zu viel Platz weg. Du bist mir keine Hilfe. Aber du weißt, ich kann es sein. Ich kann mich selbst erschrecken. Falls notwendig, besten Dank. Ich hoffte, dem allen entfliehen zu können. Vergiss es. Im Wunderland herrschen neue Gesetze, Alice. Unrecht aller Orten. Wir sind hier in Gefahr. Sei auf der Hut. Die Katze fetzt. Ich will auch so eine coole Katze. Aber noch mehr will ich so einen Vogel. Ist das geil! So, stimmt, ja, mit Leertaste kann ich hüpfen. Ah, ich kann auch einen Doppelsprung. Gibt's hier irgendwas Tolles zu entdecken? Nee. Da kann sogar Blumen und irgendwelche Sachen aus ihrem Arsch reinzuspringen. Ist das toll! Da ist noch so ein Vogel. Was ist das denn? Erinnerung. Du bist ein halber Frosch, Alice. So wie du springen kannst. Cool. Das sind ja mal coole Blumen. Ah, wenn ich die gedrückt halte, kann ich sogar gleiten. Interessant. Ach, das sieht einfach nur geil aus hier. Also, ich muss es nochmal sagen, es sieht geil aus hier. Haben sie schön gemacht. Statue, die weint. Kann man hier hoch? Um zu wirbeln. Ja. Oh, da ist eine Schnecke an dem Baum. Die sieht ja cool aus. Ach, das ist ein hässliches Kind. Und eine Erinnerung. Spring noch einmal von diesem Tisch, Alice, und ich fall tot um. Du bist viel zu leichtsinnig, meine junge Dame. Ah, die
Riesenpilze, die sind auch cool. Was war das denn? Ah, ich könnte mich jetzt hier die ganze Zeit umschauen, das ist einfach nur geil. Hui! Hey, da ist noch so eine Runde. Ein Schlüsselloch! Amanita muscaria, Alice, ist bloß ein übel riechender Pilz. Schwammige Konsistenz, aber giftig. Komme ich da irgendwie durch? Gibt's irgendwie sowas wie Ducken? Oder muss ich da... Coole Blume. Trinkt mich! Halt, da war eine Erinnerung. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Klein, aber oho und so weiter. Trotz Ermangelung eines Badekostüms ist ein Sprung in diesen Teich wohl angebracht. Du meine Güte, in diesem Teich schrumpfe ich. Ob ich mich ganz auflöse? Beinahe. Andererseits kannst du, während du klein bist, Dinge sehen, die deinem großen Selbst verborgen bleiben. Mhm. Ach, verstehe. So wie den Wald vor lauter Bäumen. Nur andersherum. Kurzsichtigkeit ist wohl nicht nur eine Frage der Perspektive. Ah, jetzt komme ich bestimmt durch diese coolen Schlüssellöcher. Ah. Wenn ich es gedrückt halte, dann... Wie klein sie sich machen kann, so zusammengerollt, sieht man sie kaum wie eine Füchsin in ihrem Bau. Ach, das ist ein geiles Spiel. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach, jetzt bin ich wieder hier draußen. Hier oben war da auch noch ein Schlüsselloch. Da ist noch so eine Schnecke. Die sieht so knuffig aus. Ui. Zähne? Ich habe Zähne gesammelt. Was bringen mir Zähne? Okay, hier sind noch mehr Zähne. Oh! Das ist ja eine riesige Schnecke. Die hat einen Baum auf dem Rücken. Ist ja krass. Das ist ja geil. Aber dennoch werde ich jetzt hier mal einen Schnitt machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Let's Play Alice Madness Returns. Macht's gut. Tschüss.